Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück in South Park. Und wir haben in der letzten Folge erneut von Mr. Mackie unser Geschlecht, unsere sexuelle Ausrichtung bestimmen lassen. Und fragt nicht, ich glaube pansexueller Demiflux-Person, irgendwie sowas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt von Hinterwäldlern überfallen werden, ist sehr groß. Wir schauen mal. Entschuldigt. Hey, da ist dieses Homo-Kind! Ja, so ein Demiflux! Und auch noch pansexuell! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! War so klar, oder? War so klar. Gut, kein Problem, besiege die Hinterwäldler. Machen wir. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Oh, ich drück doch. Boah, das war knapp. Ich hoffe, das passt noch. Ne, pausieren. Den Kampf und hau über was? Unbeschwert auf die Gegner, okay. Unbeschwert auf die Gegner ein? Hä, verstehe ich nicht. Okay, wir machen mal so. Ah, okay. Du setzt Zeitfurz Pause ein, indem du L nach rechts bewegst und R nach links. Ja, das ist okay. Soll ich das jetzt machen? Ist die Zeit pausiert, kannst du dich frei bewegen und mit A einen Gegner schlagen. Okay. Hätte ich das jetzt anders machen sollen? Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. So, dann schauen wir mal. Wir machen das hier. Soweit so Standard. Platz für den Kuhn. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Was mit euch? Ich bin wieder da. Was macht der denn jetzt hier? Ja, suboptimal. Oh Mann, Superhelden sind super. Was zur Hölle? Hey, der hat mir den Zug geklaut. Der hat mir den Zug geklaut. Was für eine Scheiße. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Dann mal los. Was? Ja, bitte. Du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Ah, verwirrt. Ach, shit. Bereit machen für fieses Blinzeln. Oh, ich kann ihn steuern, das ist gut. Ich mach mal den Schild. Kann ich den dir geben? So. Dankeschön. Sehr schön. Danke, danke. 140, nice. Das lohnt sich sogar. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Reiß dich zusammen. Aber kein Problem. Bisschen Schild. Kuhn auf der Jagd. So, okay. Wenn wir... Das hat Rückstoß, oder? Hat's Rückstoß? Na, komm. Ach, shit. Nee, hat keinen Rückstoß, aber es bluten. Du hast beim Manscaping geschnitten. Ja! Nicht übel, aber so, darf ich denn jetzt bitte... Ist zu freundlich. Jetzt treffen wir nämlich auch mal alle. Sehr schön. Und Wutz! Ich geb's zu, du hast Potenzial. Oh, der hat Schnitte auf dem Bauch. Ach, shit. Nimm das! Ja, die Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. So, okay, Humankind. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Ach komm, machen wir mal wieder. Den hatten wir lange nicht. Der ist cool, der ultimative Skill. Und es dürfte alle umhauen, oder? Selbst meine Zehen werden der steht nehmen, noch. Als er. Darf ich darüber lachen, oder? Der steht ja noch. Fallen raus. So. Einen HP hat er noch. Was zur Hölle? Das könnte brennen. Und tschüss. Ein weiteres Opfer des Kuhn. Cool, sehr schön. War überhaupt gar kein Thema. War die beim ersten Mal auch schon so easy? Vorurteilsansturm. Okay, und wieder Kohle. Fast 1,60. Sehr schön. Und wir gehen stark auf Level 6 zu. Begeisterte Artefaktsammler. Okay, okay, okay. Verlasse die Schule und genieße den wunderschönen Tag. Haben wir abgeschlossen. Das Gespräch Nummer 2. Okay. Mit Zeitfurzpause kannst du Gegner ungestört angreifen. Ja gut, will ich nicht. Also aktuell zumindest nicht. Wir wollten... Ja, was wollten wir denn? Wir waren in der Schule, bei den Bullen waren wir auch. Dann würde ich sagen, begeben wir uns. Da kommen wir nicht lang.
Wie blöd. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal, ich gucke gerade, wartet mal, damit ihr auch was seht, damit ihr auch seht, wo ich hingucke. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir schnell mal das Meerschweinchen wegbringen gehen, um dann von hier aus hier hochzulaufen, aber das geht ja nicht. Oh, der Weg hier hinten ist so arschweit. Das heißt, wir müssten hier dann hoch. Ach komm, wir bringen trotzdem mal das Meerschweinchen weg, weil wir haben hier nämlich direkt eine Schnellreise. Das bietet sich quasi an. Und umziehen Kann wollten ich wir uns Bill, auch Bill, noch. Bill, Hilf, Bill, 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 von Bill, Nutzen Bill, sein? Bill. Na klar, du kannst uns mal ans andere Ende der Sieht Stadt euch bringen. gut, Wunderarsch! Sehr schön, vielen Bitte Dank. schön! So, als nächstes, weil es mich nervt, dass wir so überhaupt nichts mehr sehen, also dass wir unser Gesicht nicht mehr sehen, ziehen wir uns nochmal kurz um, haben wir lange nicht gemacht. Eigentlich fand ich ja das Assassinen-Outfit ziemlich cool. Das hat mir gut gefallen. Was haben wir denn hier? Rächer. Ach komm, das nehmen wir mal. Dann gucken wir mal, ob wir dazu den passenden Rest haben. Nordmann, Amazone, 4D, Panzer, Scarlet ist auch cool. Rächer. Ach du großer Gott, das tragen wir ein Kleid. Was ist denn das? So, wo ist da Rächer? Zack. Gibt's hier Räuber? Gehört das, was wir da jetzt gerade tragen, zum Outfit? Ach, komm, wir nehmen das. So. Wir sehen herzallerliebst aus, oder? Bärte? Ja, geht auch. Haare ist egal. Akzent-Make-up ist, glaube ich, auch. Oh ja, sehen wir zwar nicht, aber komm. Gut, haben wir also auch dieses. Brauchen haben wir neue Möglichkeiten, uns zu pimpen? Oh ja, tatsächlich. Ups. Was haben wir denn hier? Das haben wir sogar mehr. Und ein Dreidel. Oh, da habe ich auch lange nicht aufgepasst. Okay, da werden wir auf jeden Fall stärker. Ultimativkrafterholung geht ein bisschen hoch. Rückstoß-Kombischaden geht runter. Das ist schade. Das geht halt überall runter. Okay, komm. Wir wollen trotzdem mehr Macht haben. Das wird schon ziemlich max sein. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir auch bessere Sachen noch. Crit-Schaden ist minus 10. Dafür Gesundheitswiederherstellung ist gut. Was haben wir hier? Weniger Gesundheit, mehr Crits. Okay, wir haben genau die Qual der Wahl. Ja. Was haben wir denn hier? Ach, das war auch ein Artefakt. Ach, guck mal einer an. Alles klar. Gut, ich glaube, wir wechseln einfach mal komplett. Dann können wir hier drüben auch gerade noch wechseln. Gehen wir hier drauf und sind dann in Summe stärker. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Team-Boni so super toll war, aber ich glaube, ich hoffe, es schadet einfach mal nicht. Können wir hier gerade noch was craften? Irgendwas Interessantes? Da, verbessertes Gegengift. Inventar haben wir 4. Gegengift Burrito. Stellt beim gewählten Teammitglied eine kleine Menge Gesundheit wieder her. Haben wir im Inventar 13. Alles klar. 10, 8, 4. Im Inventar. Wir haben keine Makaroni. Das ist schade. Okay. Ja, okay, gut. Dann soll das für den Moment auch erst einmal reichen. Wir gehen mal Wenn du Dings das Tweet wegbringen. gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Ach Gottchen, ihr Bede, ey. Auf den Bildern sieht er ja schöner aus als so streitend, wenn ich das mal so sagen darf. Willkommen im Café Tweak. Pussys. Was kann ich für dich Ah, tun? Tweak. Wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Okay, Überweisung zur Therapie. Na, herzlichen Glückwunsch. Kannst du mir bitte den Laptop wiedergeben? Das Laptop gibt Super Craig die Überweisung zur Therapie. Ne, der haut mir doch zu Brei. Komme ich jetzt hier durch? Bitte, bitte, bitte. Ach, genau. Da gab es doch die Möglichkeit, aber der stand auf der anderen Seite. Das hatten wir schon mal probiert, ne, oder? Genau. Das heißt, man kommt da irgendwie anders hin, oder?
Bringt das hier irgendwie was? Nicht wirklich. Okay, sprich mal mit uns. Macht er sich Sorgen? Nein. Gut, mal schauen, was Super Craig sagt. Ob wir das überleben, das Gespräch, wenn wir ihn zur Therapie schicken wollen. Mal sehen. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Was? Okay, das heißt, wir gehen da jetzt wieder rein. Naja, gut. Mal schauen, ob wir die beiden Dieven zusammenbringen. Was ist das? Paartherapie? Craig, verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Okay. Was zur Hölle haben wir damit zu tun? Sprich mit Mr. Tweak. Ich will nicht zur Paartherapie, verdammt nochmal. Können wir jetzt mit ihm mal ein Bild machen? Tut mir leid, ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Blendend, blendend. Was ist mit ihm? Ja, komm. Okay, es Mr. Tweak. Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Klar. Oh, Elektropunk-Anzug, Elektropunk-Handschuhe, Elektropunk-Kopfbedeckung. Nice. Können Klar, wir? Warum nicht? Haben wir schon eins? Nee, ne? Ich glaube nicht. Filter wählen? Ach komm. Haben wir jetzt gemacht? Ach so. Das ist neu, oder? Ja. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Was zur Hölle? Okay, haben wir jetzt? Warum nicht? Okay. Jetzt sieht man die Maske übrigens, wenn wir das Auge zu haben. Kein Filter. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Wir hatten anscheinend schon mal mit ihm. Also, ein Selfie gemacht, meine ich. So, und nu? Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Karte. Geh zum Haus der... Achso, das ist das. Gibt's jetzt hier irgendwo... Die Kettenmission abgeschlossen. Gibt's jetzt... geht das jetzt noch weiter mit der Therapie? Schnitzeljagd. Finde. Okay. Na gut, wir gehen mal hier raus. Na gut, wir haben es abgeschlossen. Die gehen zur Therapie. Halt, warte. Ist jetzt Madame, nachdem wir hier gesprochen haben? Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht... Ja, ihm geht's blendend. Okay. Die sind jetzt scheinbar bei der Therapie. Ich will hier durch. Mist. Kommen wir irgendwie von draußen aufs Dach und können dann da unten, uns da irgendwie runterlassen? Okay, die sind jetzt weg. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch, oder? Naja, wer weiß. Vielleicht irgendwann irgendwie... Irgendwie... War das jetzt ein Fehler? Ach, können wir mit dem eventuell? Ich glaube, wir hätten mal zur Schnellreise gehen sollen, weil hier kommen wir doch wieder nicht hoch. Okay, wir müssen jetzt mal einen kleinen, großen... Oh. Die Katze. Sehr schön. Haben wir gleich noch eine Katze gesammelt. Shadow. Ja, bitte. Meine schwule Katze Boggy streift so gern durch den Wald. Sie isst so gerne frische Luft. Ich liebe sie so sehr. Können wir hier hoch? Waren wir da oben schon? Da waren wir noch nicht, ne? Nein, falscher Knopf. So. Da hinten. Ach du großer Gott, wie kommen wir da hoch? Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Genau. Jetzt vom anderen Dach, oder? Nee, da hinten, okay. Startbereit! Wow, die fliegen! Ja, wir fliegen! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit, dankeschön! Bitte! Weißt du doch, gerne. Stachelanzug, Rezept. Okay, nice. So, und jetzt bitte darüber. Quatsch. Ach so, ist schon. Bereit? Sehr schön. Hast du wirklich drauf? Na klar, mit dir läuft das. Mondmodell. Ach,
Das ist doch, wo Cartman Butter seinen Arsch ins Gesicht hält. Ja, ja, aber... Ja, oder Worte. Dann mal los! Und zack! Wir haben's geschafft! Ciao, bis dann! Wir sind sehr gut zusammen. Okay, wir sind begeisterte Artefaktsammler, ihr habt's gesehen. Jetzt müsste ich eigentlich in all diese ganzen Dinger nochmal rein. Aber ich will jetzt gerade nicht. Wo war denn... Im Community Center war diese große Elektropfütze, ne? Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Bla bla. Oder? Ich glaube, in dem Community Center war das. Wo ist denn das? Das ist... Da unten. Mist, da hätten wir schön von der Schule aus hingehen können. Gut. Ist egal. Wir gehen jetzt mal hier durch. Da oben waren wir schon. Die Kiste ist offen. So, da oben waren wir auch schon. Hier ist aber noch eine Katze gewesen, ne? Kommen wir hier durch? Ne, wir müssen da durch. Okay, die holen wir uns per Zeitpfurz. Und dann gehen wir mal Richtung, Richtung Verbrecheranwesen. So, komm mit hier. Sehr schön, die nächste. Big Gay Loki. Loki? Loki? Sehr schön. Ah, kriegen wir wieder oben Post? Nein. Gut, jetzt laufen wir ein bisschen zu hier, machen wir ein bisschen Lack. Wir haben schon ziemlich viel Zeit verschwendet. Das Seniorenhaus, war da noch was drin? Wir gehen mal zu unseren Erzfeinden. Wir schauen nochmal kurz hier vorbei. Vielleicht kann man ja hier noch ein paar Selfies machen. Hatten wir hier Selfies gemacht? Ich weiß das nicht mehr. Wie süß. Zeigst deinen Lieben, dass die Außenwelt sich an sie erinnert. Okay, ich glaube, das hatten wir schon. Gut, die Schwester hilft mir dann, dich auf CompuSafe zu finden. Was bitte? Ja, okay, hatten wir auch alles schon. Danke, Kindchen. Und das finde ich dann in diesem Internet? Genau, in diesem Internet. Gab es hier noch irgendwas Interessantes? Okay, scheinbar nicht, ne? Das kann auch nicht sein. Nur so... Was waren das jetzt? Zwei Likes? Nicht Likes, Selfies? Ist doch alles sehr überschaubar. Da hatten wir schon drin rumgestöbert. Hm. Na, vielleicht ist es halt einfach nicht so viel. Okay. Muss ich die Wärter rufen? Mach doch, mach doch. So. Das hatten wir auch schon, ne? Ja. Ja. Okay, na, wir waren ja schon relativ gründlich. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Okay. Dark Meadows werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn wir hier weitermachen. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.